Wichtig ist nichts. Aber ich hab's entdeckt. Oder man hätte da links gehen können oder was auch immer. Oder hier ist auch nichts hinter. Nö. Dann nehme ich das Ding hier mit. Und es sieht zum Glück nicht so aus, als wäre ich schwer belastet mit dem Teil. Das aber schwerer ist als ich selber, weil sonst hätte ich mich selbst da drauf stellen können. Bitte lass es so einfach sein, wie es aussieht. Okay, ihr könnt jetzt leider nicht mehr zu den euren Freunden darüber, weil das Ding, das bleibt da stehen, glaube ich. Andererseits, wie haltet ihr es hier drin aus eigentlich? Ihr könnt doch hier nichts essen. Hier kommt doch nichts rein. Und wie seid ihr da überhaupt reingekommen? Naja, wahrscheinlich waren es die Großen, die Kommunisten, die... Whatever. Die bösen Nicht-Nazis, so. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie beschreiben soll. Schlosser muss ein sehr beliebter Beruf bei den Maya gewesen sein. Ja, aber hallo. Ja, ich sehe schon, was da kommt. Drehen. X. Erstmal die Teile am Rand. Und zum Glück sind die jetzt nicht so kompliziert. Du bist ja da oben. Du bist ja da links. Du bist hier. Also musst du passen. Nicht? Oh. Tada! Kein Achievement? Mann. Warum? Ich baue ein Puzzle zusammen, es kommt eine Sonnenfinsternis. Skorpione. Mumien. Zombies. Jemand will uns wirklich nicht hier haben. Ja, irgendjemand oder irgendetwas will uns hier nicht haben. Entdeckung! Was? Oh, hey. Auf keinen Fall. Wieso war die Stimme jetzt so niedrig? Hey, das hat Spaß gemacht. Das ist so eine Empfindungssache von wegen in Ordnung sein und nicht. Das Ende der Welt, das Ende der Maya, nicht das Ende der Welt, das ich, freigeschaltet habe. Ja. Und dann geht's weiter. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein.
Ja, sollten wir. Sobald ich es entziffern konnte, wurde in diesem Bau geprüft, ob man würdig war, Chibalba zu betreten. Lass mich raten. Fallen. Vermutlich. Chibalba? Räuchern wir sie aus. Da dürfte es vorbei sein. Ja. Mit denen, ja. Aber... Komm ich dran vorbei? Okay. Dann ist mir das wurscht. Er kam nicht so gut dran vorbei. Ich habe schon wieder einen Notizbucheintrag, aber ich weiß noch nicht wofür. Führte seine Soldaten immer tiefer und tiefer hinein, ganz egal, wie viele dabei starben. Und jetzt gehen wir... Nein, lass mich raten. Tiefer und tiefer hinein, verschlossen. Verschlossen. Ja, und da unten fehlt was. Und da oben liegt was. Oh, Totenkopf. Verschlossen. Ja? Verschlossen. Diese drei Symbole müssen die Kombination sein. Aber ja. Wo ist der Schlüssel? Schon mal lustiger als, Kerzen, die irgendwie nicht abbrennen. Was? Mach ich mal schneller sein? Okay, jetzt sind sie alle drei auch. Verschlossen. Immer noch. Diese drei Symbole müssen die Kombination sein. Aber wo ist das Schloss? Verschlossen. Okay. Wissen wir eigentlich schon, aber ich drück die nochmal. Andersrum. Nach der Reihenfolge, wie sie nebeneinander stehen. In der umgekehrten Reihenfolge. Ja. Okay. Jetzt lädt der nach. Okay, also habe ich das Gefühl, dass es da richtig weitergeht und da oben der falsche Weg ist. Ja, es ist schrecklicher, wenn man nicht weiß, woher die kommen.
Gut, wir gehen den richtigen Weg weiter. Los. Ach, in dem... Oh Gott. Dass die immer von zwei Seiten kommen müssen, ey. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zu schießen, Mademoiselle. Schieß. Ach, Mann. Warum habe ich überhaupt die Waffe angelegt, ne? So, hier geht's weiter. Hier sieht's nicht gut aus. Bevor mir hier noch was auf den Kopf fällt, lasse ich das lieber gleich runterfallen. Und der ist noch frisch. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung, aber schön, dass du sagst zur Hölle, wo er was vom Höllentor gesprochen hat. Okay. Autsch. Die Rutschpartie habe ich jetzt nicht erwartet. Andererseits. Was zur Hölle ist das? Was erwartet man hier schon? Ich hätte eher gedacht, wir sind tot. Aber okay. Apropos tot. Was zur Hölle ist das? Ach, verdammt. Benutze Maus, um dich umzusehen. Ich habe gerade den Text gelesen. Entschuldigung. Was zur Hölle ist das? Nervig. Aus dem Umsehen, links, rechts. Mal gucken, ob ich ganz links drücken muss, oder... Okay, so lang war die Fahrt eigentlich nicht. Alles in Ordnung? Ja. Gut. Echt. Ah ja, so klar, dass du schon wieder hinter mir stehst, ne? Das muss man ihnen lassen. Ja, ich habe schon wieder keine Munition mehr, so viel. Seltsam. Aus irgendeinem Grund war ich gerade auf dem Desktop, aber es ist weder was gestartet, noch was weggekommen, noch was irgendwas. Und ich kann darauf schießen. Wieder mal.
Und dann kommt hier Licht rein. Das ist gut. Licht ist schön. Ich habe hier auch ein Fenster, was keine Jalousie hat, weil Licht ist schön. Man weiß auch immer, wie spät das einigermaßen ist, also dunkel Nacht, hell am Tag. Da verliert man nicht den Überblick. Und man sitzt nicht nur ganz im Dunkeln und man hat auch manchmal Sonnenschein auf dem Gesicht. Was ja auch immer schön, auch mal schön ist, wenn man vorm Computer sitzt. Dann wird man nicht ganz so blass. Das sieht hier sehr sympathisch aus. Und der ist noch relativ frisch, deswegen die Fliegen. Wenn der jetzt nicht mehr so frisch wäre, wären die Fliegen wahrscheinlich gar nicht mehr da. Und noch mehr Licht. Mehr Licht. Ah, das hätte mir wahrscheinlich gegen die Zombies geholfen. Naja, die sind ja eh schon tot. Hier war nichts mehr mit Licht. Hier sind wir reingefallen, glaube ich. Bam. Ah, da ist noch Licht. Und mehr, glaube ich. Ja, besser. Da sind Seis drum. Ich muss mal weiterfahren. Weitergehen hier. Hier geht's, glaube ich, weiter. Wo ist eigentlich Frau hin? Frau? Ich dachte schon, du wärst schon. Ja, kommt ruhig näher. Ach, du auch. Schade. Na dann halt auf die alte herkömmliche Art. So, hier plätschert's links und rechts. Gut, dass ich auf Klo war. Ja, möchtest du was sagen? Nein, nur dekorativ rumstehen. Okay. Ja. Oh. Hier kann ich ja gegenschießen. Schwupps, ist der Weg frei. Kein Trigger? Gut. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir spielen noch zum ersten Mal. Oh, ein Notizbuch. Ich dachte, du sagst mir jetzt, welches Ding ich hier auswählen soll. Achso, das sind die Dinger, die dann hochgehen, okay. Echt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber okay.